So, und damit willkommen zum zweiten Part. Tut mir übrigens leid für das ganze Gerauschen durch mein Mikrofon. Ich weiß nicht genau, warum es immer so stark rauscht. Ich kann da leider auch nicht viel dran ändern, was mich selber stark stört. Aber, naja, kann ich wirklich leider nicht ändern. Wenn ich es könnte, hätte ich es schon längst getan. So muss ich jetzt noch wenigstens damit leben. Ich werde jetzt eh wahrscheinlich anfangen, die Tage wieder, wenn dann eher zu streamen, damit wenigstens irgendein Content von mir mal wieder online kommt. Aber genau, einfach nur damit ich eine grobe Ahnung habe, was gerade bei mir so allgemein abgeht. Und in letzter Zeit war ich ein bisschen beschäftigt mit anderen Sachen, deswegen ich nicht viel Content oder so überhaupt produziert habe. Genau. Die Story von dem Spiel ist übrigens, die ganz am Anfang erklärt worden ist, dass Leon einfach nur jetzt sein Training hinter sich hat mit dieser Special-Einheit, die gegen Umbrella vorgeht, und er ist jetzt vorbereitet und das Ereignis von Resident Evil 2 sind aber jetzt 12 Jahre her. Das ist schon eigentlich die komplette Story, die das Spiel bis jetzt gegeben hat. Ja. Und weiter geht's mit der feuchtfröhlichen Sprecherei. Ich darf nicht. Gunpowder. Okay, es ist eine Demo, wahrscheinlich schaffe ich deswegen nicht speichern. Aber trotzdem, ich will speichern. Und da war es hier noch kein Zeitpunkt. Ja, das stimmt, das gefällt mir nicht. Immer wichtig, sich alles in Resident Evil Teilen umzugucken, sich ganz genau das anzuschauen und wir hier nicht verpassen. Die heißen hier vorne, aber ich sehe sie nicht. Und das verwirrt mich. Und sorry für die Discord-Pings, wie gesagt. Okay, es hat viel zu viel Ammunition gebraucht und zu viel Messer. Holy shit! Du bleibst aber auch bitte tot. So, noch mal von dir kann ich jetzt echt nicht gebrauchen. Schon genug dem gekostet. Warum oh, schon 10 plus einen Schuss drin? Fuck, ich bin noch. Ah, fuck, der schon sehen kann. Ah, sorry, Leon. Ich war auch kein Dem. Ah, obwohl es ja kein Dem wahrscheinlich gebraucht hat. Ich verstehe die Sprache nicht. Als ob du schon tot bist. Genau. Na, nochmal.
Diese Schicke nur so, dass ich tot ist. Das ist ein Resident Evil Teil. Red Herbs, die sind super. Man kann schon scheinen. Flash Grenade, damit kann ich mich selber planten. Okay. Man müsste das etwas. Das Zeug. Guck mal, eine Jacke. Da seht ihr mal, wie die Texturen da arbeiten und so und wie das gerendert wird. Cool. Das hat nicht geholfen. Naja, schade. Es ist ja noch eine Demo, von daher kann man das noch verzeihen. Aber dafür, dass das Spiel demnächst rauskommt, ist das eigentlich nicht so geil. Wobei, vielleicht habe ich schon ein Geräusch gehört von mir selber. Aber hier wird wahrscheinlich demnächst die Sache ändern, aber. In die Beta, aber. Süß. Die Leitungen sind nicht gut. Oh Gott. Da geh ich mal nicht hin. Gut, dass mir jetzt schon das Shotgun-Tutorial gibt, obwohl ich keine Shotgun hab. Ach so, da hinten waren die Grenades. Hab ich noch Schrott für? Hier vorne ist aber schon mal ein grünes. Ich denke mal, die ist tot. Oh fuck. Ich soll die planten. Okay. Okay. Ich meine, wie krieg ich Motti jetzt hin? Aber. Okay, das sagt mir zumindest, dass irgendwas bringt, aber ich kann mich gar nicht so gut umdrehen. Oh, von da war noch jemand. Das sind schon mal kurzartige Teile hier rum. Hier sind so viele überall. Und das ist so viel weg. Ups, das ist mein Steamer-Walle. Was machst du jetzt? Ah, ich bin schon mal geheilt. Immer noch ganz crap. Ja, wie? Oh, so der Schuss. Ein kaputtes Messer, wie soll ich stehen jetzt? Ja, das ist so das Problem, was ich gerade sehe.
Ich habe nichts, um mich zu wehren mehr. Okay, ich muss mal hier zu der Tür. Ah, ich hab gehofft, dass ich ihn gerettet werde. Ah, fuck. Ich brauch nicht noch mehr Menno, Ammo, Menno. Wird doch wohl noch überall Merzkampfzeugs liegen, oder für mich? Holy shit, da kommt er. Ich muss den dodgen, aber ich kann den nicht dodgen. Wenn ich von hinten packen, ist doch böse. Wow. Nein. Nein, aus. Dass er manuell nachladen muss, ist kacke. Oh, hier ist irgendwas. Mal Munition. Und da fallen hier Sachen runter. Ich wusste nicht, dass ich einen Wellenmodus starte, wenn ich das Ganze mache. Oh, das war ganz schön zu dumm. Cool. Das ist schon fast scheiße auf mich. Oh. Okay, die kommen da jetzt lang, dann kann ich wieder hier ein bisschen entlang. Okay, es ist ein zeitlich bekanntes Detail. Okay. Ich brauche nicht. Und sorry, wie gesagt, für das ganze Zeit rauschen. Ich hoffe, ich verstehe genug von mir und vom Spiel. Ich werde beim Stream kann ich das Ganze ein bisschen besser einstellen, ja. Das Ganze nicht stört, aber hier. Jetzt mal nicht aus, dass einer von euch genau weiß, was da steht. Also was die sagen. Normalerweise habe ich wenigstens eine Geräuschunterdrückung und so auf meine Stimme und da ist wirklich, aber ich habe gerade keinen Kompressor oder sonst irgendwas drauf, sondern einfach nur vom PC, um das mal auszuprobieren. Aber ich wollte jetzt nicht nur ein Video machen, um dann zu realisieren, dass es nicht so funktioniert, wie ich will. Deswegen, wie gesagt, es tut mir echt leid. Naja. Die sind jetzt alle in der Kirche und ich habe das Dorf, Gott mir. Aber der Fette. Aber das ist, glaube ich, das Ganze schon gewesen, das Spiel. Where's everyone going? Bingo? Ja, das ging nach Ende. Ich habe das ganz gut abgeschätzt, dass es eine halbe Stunde lang gehen wird. Ich hab den Gegner gekillt, ne? 35 Minuten gebraucht, das passt ja. Ich bin noch ein bisschen länger drin im Spiel als sonst. Am 24.03. schon sogar. Ich hab im Kopf, dass es noch ein bisschen länger dauert. Ich will mir überlegen, ob ich es mir halt hole, aber es ist halt mega cool, aber es ist so stressig zu spielen. Naja, es gibt noch den Online-Store, da will ich jetzt nicht hören. Option habe ich jedes ganz eingestellt, aber auch das ist für euch alles irrelevant. Ja. Okay. Ah, okay.
Ich finde es interessant, dass es. Fall so hoch. Auf sieht so aus. Name sieht so aus. Mache. Interessant. Nee, egal. Sorry, das schalte ich nur auf. Genau. Aber das war Resident Evil 4, die Demo. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die beiden kleinen Parts. Wie gesagt, meine Stimme tut mir leid. Also, das Ganze rauschen. Ich hoffe, ihr hattet dennoch viel Spaß. Und vielleicht sehen wir uns in der Vollversion wieder. Ansonsten, wenn ich mal wieder demnächst dazu komme zu streamen. Und mein Hals versagt direkt. Naja, egal. Bis dann. Ciao, ciao.